Forstunfälle sind leider keine Seltenheit. Der Arbeitsplatz im Wald ist mit den gesetzlich vorgeschriebenen Warntafeln zu kennzeichnen. Nach Sturmereignissen kommt es sehr oft zu gefährlichen Situationen bei der Aufarbeitung. Um diese zu vermeiden, ist eine gute Vorbereitung und Planung notwendig. Bei der seilunterstützten Fällung von einem gebrochenen Baum muss das Windenseil so hoch als möglich am Baum befestigt werden. Um höher hinauf zu gelangen, kann man ein Wurfseil zur Unterstützung aufschießen. Das Windenseil wird vor Beginn der Fällung leicht vorgespannt. Nur gut ausgebildete und erfahrene Forstarbeiter sollten im Sturmholz zum Einsatz kommen, die Gefahrensituationen erkennen und richtig einschätzen können. Die richtige Feldtechnik ist entscheidend, damit der beschädigte und vorgespannte Baum sicher gefällt werden kann. Bevor der Baum umgezogen wird, zurücktreten, noch einmal vergewissern, dass keiner im Gefahrenbereich ist und dann umziehen.